Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Herr Kollege Holzschuher, wir wollen dieses Projekt zu Ende bringen. Jetzt sind wir aber erstmal froh, dass Sie Ihre Rede zu Ende gebracht haben. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass Sie sich hier hingekniet hätten, um den Ministerpräsidenten anzubeten. Das ist der Verantwortung, wird der Verantwortung auch nicht gerecht, lieber Kollege Holzschuher. Meine Damen und Herren, am 6. Januar dieses Jahres überraschte uns am Abend die Nachricht, dass die Eröffnung des Flughafens BER erneut verschoben werden muss. Der Termin Oktober 2013 sei nicht zu halten. Aber mal ehrlich, wirklich überrascht hat uns diese Nachricht dann auch nicht. Man konnte schon in den vergangenen Monaten immer wieder hören, dass dieser Zeitplan sehr ambitioniert sei. Dies hat man im Übrigen auch von Herrn Ammann, dem technischen Geschäftsführer der FBB, immer wieder gehört, der auch aus diesem Grunde nach Berlin geholt wurde, um eben die Fehler und Mängel am BER aufzudecken. Herr Ammann wurde in der vergangenen Woche mit den Worten zitiert, die Situation sei heftig, sehr heftig, es ist grauenvoll. Ich habe diese Botschaft in den Zeitungen gelesen und natürlich auch mehrfach im Radio gehört. Und es ging weiter mit der Aussage, dass er hoffe, er habe nicht zu spät die Reißleine gezogen. Wenn man diese Aussage als technischer Laie hört, dann muss man auch zugeben, dass man Sorge um die Zukunft des Flughafens hat, dass man von der Sorge um die Zukunft dieses Flughafens umgetrieben wird. Und ich war deshalb froh, dass Herr Ammann in einem Interview bei Inforadio noch einmal klargestellt hat, dass die Probleme am BER zu bewältigen sind und dass er seinen Umzug nach Berlin noch nicht bereut hat, jedenfalls etwas. Grauenhaft ist aber in der Tat einiges, was wir rund um den Flughafen BER hören. Die vierte Verschiebung des Eröffnungstermins BER innerhalb von nur wenigen Monaten ist in der Tat grauenhaft. Sie ist grauenhaft für die kleinen und mittelständischen Betriebe in unserer Region, die sich in den Flughafen eingebaut, gebucht haben und nun überhaupt keine Sicherheit mehr haben hinsichtlich ihrer eigenen Planungen. Es ist auch peinlich für die Region Brandenburg-Berlin. Es ist schädlich für den Ruf der Wirtschaftsnation Deutschlands. Diese Situation ist schlecht für den Ruf der deutschen Ingenieurskunst und sie ist, Herr Ministerpräsident, natürlich auch schädlich für das Label Made in Germany. Dieses Label Made in Germany wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Synonym für das deutsche Wirtschaftswunder. Es wurde zu einem Synonym dafür, dass dieses Land nach dem Zusammenbruch als Folge des Zweiten Weltkrieges und nach der Befreiung dieses Landes es geschafft hatte, sich wieder hochzuarbeiten, auf die Beine zu kommen und zu dem zu werden, was wir heute sind, eine der stärksten Wirtschaftsnationen dieser Erde. Und wir, meine Damen und Herren, sind die Hauptstadtregion dieser starken Wirtschaftsnation und wir haben jämmerlich versagt bei diesem Flughafenbau. Das ist eine Schande für unsere gesamte Region. Deswegen, meine Damen und Herren, ist es auch notwendig, dass sich dieses Parlament heute in einer Sondersitzung mit diesem Thema der erneuten Verschiebung der Eröffnung des Flughafens beschäftigt. Wir als gewählte Abgeordnete der Brandenburgerinnen und Brandenburger müssen die Fragen der Menschen an uns erklären. Wir müssen ihnen sagen, was auf sie zukommt, welche Konsequenzen auch in finanzieller Hinsicht dieses Desaster BER für dieses Land hat. Viele, vermutlich alle von uns, werden diese Fragen in ihren Wahlkreisen haben und sie werden sie beantworten müssen. Und da ist es absolut richtig und notwendig, dass der Ministerpräsident dieses Landes, der einerseits die politische Verantwortung in seinem Regierungsamt für dieses Land hat und trägt, der andererseits seit vielen Jahren auch Mitglied des Aufsichtsrates der FBB ist, diesem Parlament und damit den Menschen in Brandenburg erklärt, wie es zu diesem Desaster kommen konnte und vor allem, meine Damen und Herren, wie wir eigentlich da rauskommen wollen. Und das, meine Damen und Herren, ist mir bei allen Rednern bisher zu kurz gekommen. Der Blick nach vorne. Ja, der politische Schlagabtausch ist völlig richtig. Das ist auch Aufgabe des Parlaments. Aber wir sind doch auch gewählt worden als Politiker, um den Menschen in diesem Land Zukunftsvisionen zu geben und ihnen zu sagen, wenn wir schon in diesem Theater drin sind, in diesem Desaster, wie wir da wieder rauskommen wollen, wie wir Lösungsansätze haben. Wissen Sie, Herr Ministerpräsident, bei Ihrer Rede
habe ich anfangs in Teilen den Eindruck gehabt, als hätten die Mitarbeiter in Ihrer Staatskanzlei nicht wirklich Lust gehabt, nochmal eine Rede zum Thema BER zu schreiben, sondern dass bei vielen Dingen Copy und Paste gemacht wurde aus anderen Reden, die Sie hier eingeführt haben. Ich gehe gleich im Einzelnen auf die von Ihnen benannten Punkte ein, aber lassen Sie mich zuvor noch einige allgemeine Aussagen zum BER treffen und auch zu den Folgen dieser Verschiebung. Meine Damen und Herren, seit mehreren Monaten fordern wir als FDP-Fraktion, aber bei Weitem nicht als Einzige, die Ablösung des Geschäftsführers Professor Schwarz von der Spitze der FBB. Professor Schwarz hat mehrfach bewiesen, dass er die fleischgewordene Unzuständigkeit ist und offenbar von einer erschreckenden Ahnungslosigkeit gekennzeichnet war. Vor einigen Wochen sagte er im Hauptausschuss dieses Landtages auf meine Frage hin, ob er denn nicht habe sehen können, was auf die FBB zukommt. Darauf antwortete er, dass er für die technischen Angelegenheiten ja nicht zuständig gewesen sei, dass das Dr. Körtgen gemacht habe und sich manchmal immer mal wieder getroffen habe, aber seine Zuständigkeiten woanders gelegen haben. Meine Damen und Herren, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln und fragen, wieso man diesen Geschäftsführer eigentlich so lange im Amt gehalten hat. Diese Frage, meine Damen und Herren, richtet sich aber an alle Gesellschafter der FBB. Mir jedenfalls ist kein einziger Antrag eines Gesellschafters bekannt, der in der Gesellschafterversammlung auf Ablösung von Professor Schwarz gestellt wurde. Lange, viel zu lange, haben die Gesellschafter die Ahnungslosigkeit von Professor Schwarz toleriert. Und es erschließt sich mir nicht, meine Damen und Herren, warum dieser Geschäftsführer für seine Unfähigkeit nur noch eine Entschädigung bekommen sollte. Ich, Herr Ministerpräsident, wo immer er gerade ist, wir erwarten, ist ja auch, ist überhaupt noch im Raum? Aha. Wir erwarten, dass der Ministerpräsident alles dafür tut, dass Herr Schwarz entschädigungsfrei aus seinem Verhältnis entlassen wird. Es ist den Steuerzahlern in diesem Land nicht zu erklären, warum dieser Geschäftsführer nun auch noch einen goldenen Handschlag bekommen sollte. Wie Sie das machen, das bleibt nun Ihr Problem und das Problem der Juristen. Aber finden Sie einen Weg. Meine Damen und Herren, der Vorsitzende eines Aufsichtsrates hat eine besondere Funktion. Er hat maßgeblichen Einfluss auf die Sitzungsintervalle und die Sitzungsinhalte, zumal er die Sitzungsleitung hat. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, regierende Bürgermeister von Berlin, hat bewiesen, dass er offensichtlich kein wirkliches Interesse an dieser Gestaltungsposition hatte. Es reicht eben nicht aus, einfach nur arm und sexy zu sein. Man muss eben manchmal schlichtweg auch arbeiten für eine Sache und seine Zeit weniger auf Partys verbringen. Es ist deshalb absolut folgerichtig. Es ist deshalb absolut folgerichtig, dass Herr Wowereit als Aufsichtsratsvorsitzender zurücktritt. Meine Damen und Herren, wir wissen, eines der Hauptprobleme am BER ist die Brandschutzanlage. Es hat sich wahrscheinlich niemandem bisher wirklich erschlossen, warum diese Anlage, die so in der Welt einmalig ist, so konstruiert wurde. Hier hat sich anscheinend der Architekt durchgesetzt, der seine Dachkonstruktion nicht verändert haben wollte, anstatt die Techniker und die Ingenieure, die es hätten besser wissen müssen. Wer in aller Welt, wenn Rauch nach oben steigt, ja, drückt denn diesen Rauch nach unten, um ihn unterirdisch irgendwo rauszuleiten? Das ist doch Gaga. Da fragt man sich doch, ob man bekloppt ist, wenn man sowas liest. Aber nein, genau das ist an diesem Flughafen geschehen. Und das ist eines der Hauptprobleme an diesem Flughafen. Zu den Problemen, das habe ich euch gesagt, Frau Mächtig. Das habe ich mit keinem Wort hier erwähnt. Zu den Problemen an der Brandschutzanlage scheinen aber nun eben noch eine ganze Reihe von anderen Problemen hinzuzukommen, die es zu bewältigen gilt. Meine Damen und Herren, es ist heute nicht meine Aufgabe, auf alle diese Mängel einzugehen. Das kann ich auch nicht. Ich bin kein Bausachverständiger, der dies umfangreich und mit Detailwissen hier machen könnte. Zum anderen denke ich, dass wir uns mit diesen Fragen hier überhaupt allumfassend nicht beschäftigen können. Hier geht es heute darum, die politische Dimension dieses Desasters zu diskutieren. Und da gibt es Unterschiede. Ja, die gibt es zwischen allen Fraktionen und meiner Fraktion. Das ist auch normal. Das gehört zum politischen Alltag hier dazu. Für meine Fraktion gilt eine Feststellung, die die Grundlage für alle weiteren politischen Maßnahmen darstellt.
Dieser Flughafen muss so schnell wie möglich eröffnet werden. Wir brauchen diesen Flughafen. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region ist untrennbar verbunden mit dem Flughafen. Wir als FDP-Fraktion wollen eine weitere positive Entwicklung auch der Fluggastbewegung, da dies auch ein Ausdruck einer wirtschaftlichen Stärkung unserer Region ist, sowohl durch Businessflüge als auch durch Touristen, die in unsere Region kommen. Die Priorität für die Eröffnung des Flughafens ist deshalb der Maßstab für die weitere politische Begleitung dieses Projektes. Ist er immer noch nicht da? Der Ministerpräsident will den Vorsitz des Aufsichtsrates. Herzlich willkommen zurück. Sie, Herr Ministerpräsident, wollen den Vorsitz des Aufsichtsrates übernehmen. Das bedeutet dann aber auch, Herr Ministerpräsident, dass Sie diesem Landtag einen Masterplan vorlegen müssen. Ein Masterplan, wie es denn eigentlich weitergehen soll mit diesem Projekt und wie wir dieses Projekt dann auch zum Erfolg führen können. Sie binden Ihr wenn das schon der Masterplan ist, ja, das ist also mit Master hat das nichts zu tun, Frau Kircheis. Sie binden Ihr politisches Schicksal an den Erfolg des Projektes BER. Scheitert dieses Projekt weiter, scheitern auch Sie. Und das zu Recht. Ihr Hinweis auf die Übernahme dieser Führungsrolle und des damit verbundenen Schicksals ist insofern folgerichtig, wäre an der Stelle aber gar nicht notwendig gewesen, weil das jedem in diesem Hause hier klar ist. Deshalb, Herr Ministerpräsident, fordern wir Sie auf, legen Sie diesem Haus einen Masterplan vor und erklären Sie uns und vor allem den Menschen in diesem Land, wie Sie dieses Projekt Flughafen zum Erfolg führen wollen, wie Sie aber auch dieses Land vor dem Finanzkollaps bewahren wollen. Dazu haben wir in Ihrer Rede leider nichts gehört, Herr Ministerpräsident. Wohl aber haben wir von Ihnen einige Punkte gehört, mit denen ich mich jetzt auch im Einzelnen beschäftigen möchte. Sie haben in Ihrem ersten Punkt angekündigt, dass Sie den Aufsichtsrat umbauen wollen. Ja, das ist eine Forderung, die wir Liberale bereits seit vielen Monaten immer wieder gefordert haben. Wir brauchen mehr Fachkräfte in diesem Aufsichtsrat. Ja, dabei geht es uns aber nicht darum, und ich glaube, das unterscheidet uns dann hier auch wesentlich, dabei geht es uns nicht darum, dass wir den gesamten Aufsichtsrat austauschen müssen. Was würde es denn bedeuten, wenn wir alle diejenigen austauschen, die in den vergangenen Jahren im Aufsichtsrat dabei gewesen sind? Es würde bedeuten, dass wir eine lange Zeit benötigen, weil wir ja gleichzeitig auch einen Geschäftsführer austauschen, um die Nachbesetzung überhaupt vornehmen zu können. Gleiches betrifft übrigens den Vorsitz des Aufsichtsrates, der Vorsitzende der CDU-Fraktion. Dieter Dombrovski hat am Dienstag in der Pressekonferenz der CDU-Fraktion ja festgestellt, das richtig festgestellt, als er sagte, da ist ja keiner. Es gibt ja keinen anderen. Und ich habe auch in der gesamten politischen Diskussion bisher keinen ernstzunehmenden Politiker gehört, der eine personelle Variante vorgeschlagen hat, die tragfähig erscheint. Wer, meine Damen und Herren, reißt sich denn eigentlich um den Vorsitz dieses Aufsichtsrates? Es ist ja nun wirklich nicht der beste Job, den wir in diesem Land zu vergeben haben. Ein führungsloser Aufsichtsrat, ein Aufsichtsrat, der keine Detailkenntnis von den Debatten der vergangenen Monate hat, würde dazu führen, dass wir die Eröffnung des Flughafens weiter verzögern. Das kann nicht in unserem Interesse, im Interesse der politisch Verantwortlichen, aber auch nicht im Interesse der Steuerzahler in diesem Lande sein. Ja, Kollege Vogel, Sie sind ja zwei nach mir dran. Das können Sie ja schön aufgreifen. Wenn es nach Ihnen geht, nach dem Interview, was ich heute gelesen habe, machen wir nur noch einen kleinen Regionalflughafen daraus, setzen uns alle wieder in Zug oder ins Auto. Auto ist ja auch nicht in Ordnung und fahren dann mit dem Auto durch die Gegend. So funktioniert es eben auch nicht, Herr Kollege Vogel. Wenn Sie aber den Aufsichtsrat umbauen wollen, dann müssen Sie, Sie haben das ja angekündigt, sehr schnell ein tragfähiges Konzept dafür vorlegen. Ich glaube nicht, dass von den vier Brandenburger Sitzen im Aufsichtsrat drei an Politiker vergeben sein müssen. Das bedeutet dann aber auch in der Konsequenz, wenn Sie das sagen, dass aus Brandenburg heraus Veränderungen geschehen müssen. Wenn das bedeutet, dass die Minister Markow und Christoffers den Aufsichtsrat verlassen müssen, dann ist das der richtige und konsequente Weg. Ich bin allerdings nicht ganz klar, wie Sie das...